Ja, hallo, hier sind wir jetzt bei meinem neuen Spiel, was ich mir geholt habe, City Skylines. Und ich habe mir gedacht, da ich ja ein paar so ähnliche Spiele kenne, zum Beispiel Tropico Teil 1 bis gefühlt 200, habe ich mir gedacht, versuche ich das hier mal. Fange mal ein neues Spiel an. Suchen wir uns irgendeine Karte aus, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Schwarzer Wald, Inseln. Da ist viel Wasser, würde ich mal sagen. Tja, zwei Flüsse, Sandstrand, Diamantenküste. Gibt es da Diamanten? Würde ich aber bestimmt nichts mit anfangen können. Da ist die Klippenbruch wieder. Da war doch eben so eine ja, die sieht auch so tropenmäßig aus, aber ziemlich trocken. Küstenlagune. Wir könnten mal die Küstenlagune umsehen. Stadtname können wir ändern. Ich nehme mal Hyrule. Das ist so. Fällt kein anderer Name ein. Linksverkehr? Nö, brauche ich nicht. Unbegrenztes Geld? Wäre schön, aber brauche ich auch nicht. Und die Meilensteine freischalten? Nö. Das versuchen wir mal selber. So. Das ist jetzt auch neu für mich, dieses Spiel. Und will ich doch mal gucken, ob ich da genauso gut bin wie bei Tropico. Wo ich, glaube ich, den letzten Teil 5 auch sehr lange und sehr viel gespielt habe. Das waren auch, keine Ahnung, sehr, sehr viele Stunden. So. Ah, hier ist die Begrenzung. Okay. Brücke, Autobahn. Da können wir gleich was machen. Ich halte mal da unten den Kalender an. Okay, hier sind auch Inseln. Vielleicht kann man da später nochmal hin. Könnte man eine kleine Insel noch bevölkern. Gut. Wo ist jetzt welche Richtung? Ah, die geht da rein. Gut. Straßen bauen. Ich würde erstmal sagen, um viel Platz oder um wenig Platz, ups, Platz zu sparen oder alles so viel mitzunehmen, wie es geht, fangen wir mal hier gleich am Rande an. Vielleicht erstmal bis dahin. Und das machen wir erstmal bis hier. Gut, dann mal sehen. Hopsala, ein kleiner Rüpser. Das machen wir bis dann. Gut, das ist natürlich jetzt auch ein Spiel, das zieht sich natürlich in die Länge. Bis man da seine ersten 100 Einwohner hat, sage ich mal, kann das einige Minuten dauern. Den machen wir mal so ein bisschen schräge hier. Warum nicht? Nicht alles so eckig und kantig. So. Könnt ihr einmal reinfahren, einmal rausfahren. Hier können wir jetzt Wohngebiete machen. Gut. Machen wir hier zack, 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 zack. Hier lasse ich mal so eine kleine Ecke frei. Oder machen wir es hier? Da würde ich halt eher
ans Wasser kommen, aber nö, komm. Da machen wir noch zu. Und damit es nicht genau ganz so überall dicht ist, würde ich sagen, dass wir hier was freilassen. Und dann kommt hier wieder irgendwas hin. So. Und der Rest kommt dann. Der wird wieder bis dann voll gemacht. So. Blau sind so Geschäfte und sowas. Das machen wir. Dann nehmen wir gleich den Eimer hier. Geht viel schneller. Zack. So. Ich würde sagen, den Anfang vielleicht reicht das hier erstmal, das Blaue. Wir wollen ja erstmal Wohnhäuser, oder? Machen wir die Seite noch ein paar Läden hin. So, hier kommen dann Häuser hin auf die Seite. Da auch nochmal. Und wir brauchen Gelb, das sind Industriegebiete. Gut. Fabriken und solche Sachen. Da würde ich sagen, nicht so nah, wo die Wohnhäuser sind. Zicke, zacke, zicke, zacke, heu, heu, heu. Aber Geld wie Heu haben wir im Moment nicht, also müssen wir gucken, was wir erstmal bauen können und was nicht. So, jetzt haben wir, genau, jetzt machen wir hier die Fabriken erstmal hin. Also hier sind die Wohnhäuser, das wäre zu nah meiner Meinung nach. Fangen wir erstmal hier weiter weg an. Bauen wir hier erstmal Fabriken hin. Das kommt auch noch dicht, so. Und die Wohnhäuser, die lasse ich erstmal mal gucken, wie weit denn da. Wenn Abgase kommt und sowas, wie weit das geht. So, der Kalender kann jetzt weiterlaufen. Machen wir mal die doppelte Geschwindigkeit, damit dann gleich hier ein paar Häuser wachsen, sag ich mal. Gebaut werden von, ja, wie nennt man denn die Bewohner hier? Ist auch egal. Auf jeden Fall wollen wir uns eine kleine Stadt aufbauen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ob wir 10.000 innerhalb von kürzester Zeit irgendwie voll kriegen oder 20.000, keine Ahnung. Ah, da ist ja schon was. Da wird gebaut. Was ich hier vielleicht ein klein bisschen schade finde, im Gegensatz zu Tropico, hier sieht man keine Kräne, die da was bauen. Und so. Eine Hämmerei wie bei, glaube auch Tropico, wo das war, hört man hier jetzt auch nicht. So, die brauchen Strom und Wasser. Gut, Wasser haben wir hier. Warte mal, da brauchen wir jetzt die Wasserpumpen. Genau, die kommen dann hier hin. Ich mach mal für den Anfang zwei Pumpen. So, jetzt muss ich nur noch da klingen, die Wasserrohre verbinden. Hoppala. Ich habe mein Rohr verloren. Komm mal her. So. Einmal dahin. Das kommt dahin. Okay. So.
Wenn das im echten Leben da auch so schnell gehen würde, einfach mal ein Rohr verlegen und dann zack. So, jetzt brauchen die noch Strom. Da haben wir im Moment nur hier eine Windturbine, kostet 6.000. Kohlekraftwerk liefert mehr Energie, wie wir jetzt sehen. Ausgangsleistung 40. Und eine Windturbine 0 bis 8. Tja, das hängt auch vom Wind natürlich ab. Aber der hier, Kohle, das macht natürlich auch wieder dann Umweltverschmutzen. Wäre auf die Dauer billiger. Kostet 19.000. Da kann man dann nur drei von bauen. Haben wir 18.000. Aber wir wollen ja, wo Wohnhäuser sind, sauber bleiben. Gut, dann würde ich sagen, hier haben wir 8, hier haben wir 6, ne. Machen wir hier mal 6, 12, 18, so. Und schon haben wir kaum noch Geld. Das ist natürlich nicht so schön. Habe ich ein bisschen zu schnell gebaut, aber gut. Machen wir einmal hierhin, damit die jetzt erstmal Strom bekommen. So. Ah ja, genau. Oh, ich dachte, was ist das denn eben da? Wir brauchen jetzt noch Abwasser. Abwasserrohre. Moment. Da ist ein Abwasser. Oh, das habe ich ja gerade vergessen. Ich auch noch mal jetzt ein Rohr legen. Das machen wir so. Denn das soll ja nicht so dreckig aussehen. Immer mit so, jetzt laufen beide Rohre. Gut. Dann müsste genau das ja weggehen. Geht auch weg. Wunderbar. Aber hier meine Fabriken, die haben natürlich jetzt auch wieder keinen Strom. Boah, Hilfe. So. Wir könnten natürlich hier Geschäfte hinmachen. Das wäre natürlich eine tolle Idee. So. Auf der Wohnhäuser kommen da Geschäfte hin. Und dann müssten die eigentlich auch Strom haben. Dauert das natürlich wieder ein bisschen. Müssen wir hier erstmal abwarten. So, oh, es wird dunkel. Wo geht denn die Sonne unter? Hinter den Bergen. Wow. Alles klar. Natürlich, die brauchen auch Strom. Haben wir das ja auch wieder vergessen. Hab zwar da ein Rohr gelegt, aber Strom haben die nicht. Hahaha. So, einmal kurz hier rüber. Was haben wir denn hier? Moment. Gut, warum wird da noch nicht gebaut, Leute? Ihr wollt doch hier wohnen. Oh, jetzt brauchen die wieder Wasser.
Da versuche ich mal ein bisschen schnell zu sein und dann. Aber die Rohre laufen noch hier lang. Stimmt. Dass ich immer irgendetwas vergesse, das ist. Naja. Gut. Wir fangen ja auch jetzt an, ne? Also. Müssen wir mal gucken hier am besten. Boah, noch 7000 haben wir. Da muss doch jetzt mal was gebaut werden, damit ein paar Geschäfte kommen und damit wir dann nächstes Mal Geld verdienen hier. Plop, 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 plop. Schön, jetzt haben die Wasser. Und die da hinten haben immer noch keinen Strom. Da fährt ein LKW. Was holt er ab? Oder bringt der was und der holt ab? Nein, der ist leer. Gut. Hallo Leute, ich brauche hier ein paar Bewohner. Die sollen hier mal ein paar Geschäfte bauen. Oh, ein Trecker. So. Wir könnten hier mit der Lupe mal gucken. Ashley Walker. Oder was? Ashley Walker. Walker. Na gut. Hier wird immer noch nichts gebaut. Oh, wie einsam die Ecke doch ist. Gut, die bauen vielleicht erstmal ihre Wohnhäuser auf hier. Wow. Das ging aber schnell. Dreimal dieselben. Reiche Leute, wie es aussieht. Wer wohnt hier? Drei Haushalte. Concord-Resistenz. Richtig Residenz, jawohl. Pappel-Residenz. Oh, das ist wieder ein Dränger. Und die Elch-Resistenz. Da ist ein Radfahrer oder was? Okay, da ist ein Grundstück, aber da. Genau, kommt jetzt was hin. Wollte gerade sagen. Ah. Das ist ein kleines Haus. Sind gerade welche eingezogen. Oh, ein Donut. Hallo, ich hätte gerne einen Donut. Donut-Lieferwagen. Der führt zum ruhigen Eckladen. Wo ist der denn? In der Ecke? Da wird auch gebaut. Okay. Hier ist noch gar nichts. Aber hier haben wir doch, ne? Grundstück. Alles grün. Ja, wird aber noch nicht gebaut. Kleiner Laden mit einem Parkplatz. Toll. Vierhundertsieben Einwohner haben wir schon. Da ist auch ein Laden, der hat mehr Parkplätze. Okay. Da gibt es Hamburger oder sowas in der Art. Mit dem dicken Big Mac. Da ist ein Spielzeugladen oder irgendwas. Auch noch ein kleiner Laden. Sieht man auch Gebäck und Süßigkeiten, nehme ich mal an. Da geht einer mit dem Hund.
Leute, hoppala, was ist das denn? Bei 460 gibt es schon was Neues, aha. Können wir die Steuern erhöhen? Müll, Gesundheitswesen, Bildung, Arztpraxis, Grundschule, Mülldeponie. Gut. Wir haben 25.000. Nee. Warte mal, was ist hier? Wetter? Steuern können wir hier mal erhöhen. Können wir mal, warte nicht, 12%? Ist das gut? Da habe ich die Einnahmen und Ausgaben. Gut. Da kann man bei Gelegenheit immer mal wieder drauf gucken. Hier fehlen aber noch Geschäfte, Leute. Baut doch mal was. Die sind hier. Gut, da können auch Wohnhäuser sein von mir aus. So, weil die Fabriken sind da ja hinten. Die sind da hinten, die Fabriken. Geschäfte können doch hier noch gebaut werden, ey. Aber wie gesagt, das kann ewig dauern, sozusagen. 5 Minuten, 10 Minuten. Keine Ahnung. Lass dich überraschen. Wow, das ist ein großes Haus. Hat sich gerade mal hingelegt auf der Bank. Das ist auch gut. Was haben wir denn da für ein Haus? Aha. Perlen. Drei Haushalt, drei Personen. Na gut. Boah, hier ist auch noch so viel frei. Da wird gerade was gebaut. Was kommt denn hier hin? Ein Wohnhaus. Gut, unten kriegen wir ein bisschen Geld rein. Das ist gut. Da haben wir jetzt knappe 700. Das ist gut. Aber da, hier kommt auch wieder ein Haus hin. Hinten ist die Autobahn. Hunde bellen. Und was haben wir hier? Gut. Auch ein Haus mit Briefkasten. Hier kommt auch wieder eins hin. Wenn das im echten Leben so schnell gehen würde, innerhalb von einem Tag hast du da so ein riesen Wohnhaus stehen oder eine Villa. Klar, gibt Fertighäuser, aber hab zwar selbst noch keins so gesehen, wie schnell das geht, aber oh, da ist ein LKW. Was hat der denn da geladen? Holz? Sieht aus wie Holz. Baumstämme, genau. Oh, Müll. Ich glaube, wir brauchen eine Mülldeponie, ne? Haben wir doch, glaube ich, bekommen. Genau. Die tue ich auch mal ein bisschen weiter weg von den Wohnhäusern. Die kommen dahin. So, da kommen jetzt die Müllfahrzeuge raus, die Müll abholen und dorthin bringen. Das geht ja sogar ganz schön bergauf. Ist mir von oben gar nicht so aufgefallen. Naja. Na, die brauchen Strom, Leute. Warum baut ihr hier denn nicht, Mann? Kann doch nicht wahr sein. Ah.
Gut, da keine Wohnhäuser hin. So, zack, hier die kleine Ecke da, zack. Aber vielleicht ist ja noch nicht alles voll und deswegen bauen die hier auf die Ecke wohl noch nicht. Will nicht unbedingt da diese Stromdinger hinmachen. Kostet auch wieder Geld. Und das Häuserbauen kostet eben kein Geld. Wir versuchen auch da zu sparen, wo es geht. Ne, Mö. Jawohl, Möwen hört man. Aber das sieht man selten. Na gut. Ich glaube, dass mit dem Bauen hier wird heute wohl nichts mehr. Und den Strom, tja, kriegen wir vielleicht erst morgen oder irgendwann. Ich würde erstmal sagen, für den kleinen Anfang war es das für heute. Und wer will, schaut dann nächstes Mal wieder rein. Ich sage bye bye, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, euer Andi.